freue mich sehr, hier heute was erzählen zu dürfen. Das ganze Thema Cloud ist ja so recht cloudy, ein bisschen wenig greifbar. Ich persönlich bin halt ein Fan von sehr einfachen Lösungen. Darum heißt mein Titel auch recht einfach so, wie verwalte ich meine Cloud? Und ja, dies ist kein Vortrag. Das ist jetzt meine erste Aussage. Für mich ist das Ganze gerne sehr interaktiv, wenn irgendwer Fragen hat, nicht meiner Meinung ist, ich bin teils etwas provozierend, gerne einfach einwenden und sagen, das stimmt so nicht oder so und so würde es besser gehen, bin da völlig offen. Genau. Kurz im Hintergrund, ich bin recht lange in der Open-Source-Szene schon aktiv, etwa seit 1998. Habe diverse Open-Source-Projekte entwickelt, GPM, CDIS, CTT, vielleicht mit dem Begriff, vielleicht auch nicht. Ja. Bin jetzt seit etwa anderthalb Jahren bei LocalCH, noch etwa 4 Monate, denn mit der Ungleich GmbH läuft es eigentlich so gut, dass ich jetzt gerade gekündigt habe, also gerade vorgestern, sehr aktuell. Und ja, das Ganze wird natürlich auch ein bisschen da lastig sein, die Richtung. Kurz, um abzuklären, worum es bei mir geht. Cloud ist ja immer so, eben wie gesagt, nicht so einfach zu greifen. Ich persönlich werde mich heute auf den Aspekt konzentrieren, dass es dynamisch ist. Also ich kann einfach neue VM aufziehen, kann dort vermutlich dann ein neues Linux haben und kann das sehr einfach machen. Jetzt meine Frage, wer von den Teilnehmern betreibt Dienste in der Cloud? Ja, ich würde sagen, es ist so etwa die Hälfte. Wer von den Teilnehmern ist sich nicht sicher, ob er Dienste in der Cloud betreibt? Okay. Schon mal sehr selbstbewusst, finde ich sehr gut. Für mich die große Frage immer beim Cloud-Einsatz ist, was gewinne ich dadurch? Was verliere ich dadurch? Wir haben ganz am Anfang gehört gehabt, Datenspeichern ist ein Problem, Datenschutzgesetze. Aber irgendwas muss es ja an der Cloud dran haben. Für mich persönlich ist so die Flexibilität so der große Punkt für die Cloud. Aber das heißt für mich auch, mit mehr Flexibilität kommt auch mehr Aufwand im Bereich Verwaltung. Statt dass ich früher Engineering-Skills brauchte, um KVM-Umgebung aufzubauen, kann ich jetzt zu Rackspace oder Amazon gehen und mir einfach eine VM klicken. Aber ich muss irgendwie diese ganzen VMs in den Griff bekommen. Ja, für mich ist die Cloud wirklich so eine Chance, die man nutzen kann, um entweder die bei sich selber aufzubauen, so im eigenen Garten, oder extern zu nutzen. Und die Probleme, die sich da stellen, sind einmal, wie habe ich eine Übersicht über die ganzen verschiedenen VMs, die ich betreibe? Ich habe VMs bei Amazon, VMs bei Rackspace, VMs bei mir selber. Die nächste Frage ist dann, wie konfiguriere ich die? Danke da noch an meinen Vorredner, der, wo ist der Katharin? Ah, dort. Es ist sehr interessant gewesen, muss ich sagen, für mich auch gerade das zu hören, denn ich bin eigentlich auch von der Seite Puppet hergekommen früher. Und die ganzen Konfigurationsmanagement-Tools, denke ich, werden eine immer höhere Wichtigkeit bekommen in unserer Umgebung. Sprich, ich fahre jetzt eine neue VM hoch, ich möchte in 5 Minuten, dass die Dienste, eigentlich wie du beschrieben hast, darauf laufen. Jetzt, die beiden Tools, die wir entwickelt haben, heißen halt Sexy und CDIST. Sexy ist die Inventarverwaltung, die wir entwickelt haben. Jetzt meine Frage als Publikum. Was versteht ihr unter Inventarverwaltung? Da würde ich gerne einfach mal kreuz ins Publikum gerne gehen. Hat jemand eine Vorstellung, was Inventarverwaltung ist? Ein Teil der CMDB. Gerade gehört, ein Teil der CMDB. Was ist wichtig so an Inventarverwaltung? Warum würde man eine Inventarverwaltung machen überhaupt? Jemand eine Ahnung? Man weiß, was man hat. Die Antwort war gerade, man weiß, was man hat. Stimmt, ich würde noch einen Schritt weiter gehen vielleicht.
damit man weiß, was man haben sollte. Ich denke, es sind immer so zwei Paar Schuhe. Die eine ist so, wir haben eine Menge Server, VMs, ich sage mal Ressourcen ganz allgemein. Die andere Seite ist, das sind die Ressourcen, die wir eigentlich haben sollten. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, so dass man so immer die Diskrepanz dazwischen, die in die Rechner sollten vorhanden sein und die in die Rechner sind vorhanden. Wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Zwei Stichworte. Ja, gerne. Events Management, das ist Cloud. Das zweite ist Service Level Agreement, Verfügbarkeit. Das sind, also, wie ich es richtig verstanden habe, das eine war Event Management und das andere waren die SLAs, die Service Level Agreements. Genau. Das dritte Thema vielleicht ist Lifecycle Management. Ja, genau, ganz genau. Genau. Ich denke, da sind wir jetzt, also in dem Bereich werde ich noch ein bisschen was erzählen. Die Idee von Sexy ist eigentlich so das Grundstück zu bauen für die Inventarverwaltung. Zu sagen, wir haben die Ressourcen, eben das können jetzt VMs oder Rechner oder was auch immer sein, spielt es keine Rolle. Ich persönlich bin der Meinung, dass es wirklich essentiell ist, dass man irgendwo ein kleines Stückchen Datenbank hat, eben es kann CMDB heißen, das, der Name spielt ja nicht so die Rolle. Aber es ist wichtig zu wissen, was sollten wir eigentlich haben. Und genau dieses Problem löst eigentlich Sexy. Jetzt, was ist Sexy genau? Sexy ist eine Soll-Zustands-Datenbank. Sprich, um noch darauf zurückzukommen, es ist keine Ist-Zustands-Datenbank, es ist nicht etwas, was Zabbix oder Nagios oder Co. machen. Sondern in Sexy definiert man, ich habe die und die Rechner. Konkret, die momentane Implementation, also kurz im Hintergrund, warum ich das extrem interessant finde und hier auch vorstelle, ist, Sexy und C, das sind Open Source Tools. Das heißt, jeder nach dem Vortrag, den sie nutzen möchte, kann einfach auf GitHub oder auf der Webseite die Tools runterladen, gebrauchen. Es sind keine kommerziellen Tools, es sind alles GPL3 lizenzierte Tools. Und sie lösen praktisch vorhandene Probleme. Sexy als auch CDs, wo ich später darüber erzähle, sind kommandozeilenbasiert, sind sehr einfach. Und Sexy selber verwaltet eigentlich so den Netzwerkteil, sprich IP-Adressen, MAC-Adressen und auf der anderen Seite Rechner. Die Rechner können VMs sein, da sind wir wieder beim Cloud-Thema. Die Rechner können auch echte Rechner sein. Genau. Ja, sicher. Das ist doch jetzt der Ist-Zustand, was ich da erwarte. Ich sehe es nicht. Ja. Wir haben gesagt, soll ein Soll-Zustands-Datenbank sein. Genau. Stellen Sie dann die Frage, welcher Soll-Zustand? Ende Jahr oder beim nächsten Großkunden? Und zweitens, wie geht es jetzt mit dem Ist-Zustand? Genau. Ist-Zustand scheint immer sichtbar zu sein. Okay, ja. Ich wiederhole es mal kurz, dass es alle gehört haben. Die Frage war sozusagen, ist das hier nicht eigentlich eher der Ist-Zustand, der hier definiert ist, oder auf was bezieht sich der Soll-Zustand, auf welchen Status? Ist das richtig in etwa? Für mich ist es eigentlich so, das was hier steht, oder als Engineer versuche ich den Soll-Zustand zu definieren. Ich definiere, ich habe verschiedene Rechner mit IP-Adressen und das definiere ich an einer zentralen Stelle, die dann in irgendeiner Art halt verteilt wird auf meine Systeme. Die Sachen, die hier drin zu finden sind, sind auch in einer Ist-Zustandsdatenbank zu finden. Das ist korrekt. Aber die Idee hinter Sexy ist, eine Soll-Zustandsdatenbank zu sein, die dafür sorgt, dass der Ist-Zustand auch so ist, wie er sein soll. Wie das genau funktioniert, komme ich nachher noch ein bisschen drauf zu, wenn das okay ist. Komme ich auch gerade drauf. Die Idee hinter Sexy ist, und Sexy ist an der ETH entstanden, wird im Moment eingesetzt bei Local und zwei, drei anderen Kunden, sich an beliebige Systeme adaptieren zu können. Und jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere schon so die Haare raufen, so beliebige Systeme, es kann alles, aber nichts richtig. Ist nicht ganz so, Sexy wurde eigentlich nur designt, die Daten zu speichern und kann beliebige Backends gebrauchen. Das sind einfach jeweils ein Skript oder ein Programm, wo denen die Parameter übergegeben werden. Sozusagen, Sexy selber kann keine VM erzeugen, aber kann sich anbinden an Programme, die VMs erzeugen. Da komme ich eigentlich auch schon auf den nächsten Punkt.
Der nächste große Baustein eigentlich so da drin ist das CDIST. CDIST ist ein Konfigurationsmanagementsystem recht ähnlich wie Puppet. Ich persönlich bin auch aus der CFEngine Puppet Welt eigentlich groß geworden. Wir haben Puppet damals in der ETH eingesetzt und sind nach einiger Zeit an größere Probleme gestoßen. Sind dann eigentlich auf Puppet Labs zugekommen und haben gesagt, hey, können wir die Probleme nicht beheben, können wir nicht da den Patch anpflegen? Und wir sind eigentlich an der Zusammenarbeit nicht so erfolgreich gewesen. Die Antwort dort war eigentlich, ach, die Probleme sind gar keine Bugs. Und Gesundheit. Darum haben wir nachher uns dafür entschieden, erstmal zu überlegen, wie schwierig ist es eigentlich, ein eigenes Configuration Management Tool zu entwickeln. Haben dann uns eine Woche hingesetzt, probiert so, was kriegen wir alles hin? Und innerhalb von einer Woche waren wir recht weit, so dass wir gesagt haben, doch, es ist so einfach, dass wir das Ganze eigentlich weiter verfolgen möchten. Ein Jahr später haben wir dann ein voll funktionsfähiges System gehabt. Das war im November 2011 oder 12, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und seitdem ist CDIST eigentlich ein rechtes Community-Projekt geworden mit Contributions halt weltweit. Und CDIST ist auch der Grund, warum es die Ungleich GmbH gibt. Denn ursprünglich war das so, dass wir zwei Entwickler, das ist der Steven Armstrong und das bin ich, haben immer mehr Anfragen bekommen von Firmen, die gesagt haben, hey, das ist ein tolles Tool, könnt ihr nicht dafür kommerziellen Support anbieten? Und unsere Antwort war, ah, nein, wir sind eigentlich gut angestellt, wir haben kein Bedürfnis daran. Und irgendwann haben wir gesagt, nein, warum eigentlich nicht? Und haben den Sprung eigentlich gemacht zur Ungleich GmbH. Im CDIST, was macht es? In CDIST werden Dienste definiert, die auf Rechnern verfügbar sind, auf einem oder mehreren Rechnern. CDIST ermöglicht halt eine konsistente Konfiguration zentral, dass man sagt, so soll es sein, auch wieder Sollzustandsdefinition. CDIST ist extrem einfach zu nutzen. Es basiert intern, es ist geschrieben in Python, nutzt aber zur Konfiguration Shellcode. Jetzt der enorme Vorteil dabei ist, dass ich auf keinem System, was ich konfigurieren möchte, muss ich irgendein Agent oder ein Daemon oder irgendwas installieren, sondern es reicht vollständig, wenn der Rechner via SSH erreichbar ist. Ja, CDIST ist zurzeit auf verschiedenen Linux, Unix und BSD-Umgebungen in Einsatz. Windows sollte theoretisch funktionieren, aber ist nicht unser Business. Genau. Jetzt noch kurz zum Big Picture. Was ist einigermaßen lesbar diesmal? Schön. Ich hatte am Anfang gesagt, so sexy ist die Inventarverwaltung und eine Soll-Zustandsverwaltung oder eine Soll-Datenbank. So sexy wird genutzt und hat dann alle Informationen, wo sind welche IP-Adressen hat welcher Host, welche MAC-Adresse hat welcher Host, in welchem Netz befindet sich welcher Host. Oder welche VMs existieren, auf welchem Host, ist alles definiert in Sexy in einer Datenbank. Sexy selber kann dann beliebige Backends nutzen. In der ETH haben wir uns konkret da an einen Nominum DNS-Server adaptiert, haben dort ein Bind orchestriert, haben ISC-DHCP orchestriert. Bei Local nutzen wir bei den Backends direkt nutzen wir CDIST zur Konfiguration. Und nutzen dann CDIST, um KVM und Bind und NSD zu konfigurieren. Das ist so der Glue dazwischen, der die beiden Tools nicht recht mächtig macht. Genau, das war es eigentlich so von der Übersicht her. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und wäre sonst jetzt offen für Fragen.